Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Kingdoms of Amalur Reckoning. Und hallo Hystes. Wer streift da durch mein Lager? Was ist das? Ihr seid viel zu klein für ein Kolossal. Dann stimmt es also. Der Berufene ist gekommen. Ganz recht, was mich wundert, als wir hier zuvor rumgelaufen sind, war hier niemand. Und jetzt, ja, sind die auf einmal überall Kolossal, seit wir das erste Mal in Nydura gewesen sind. Ja, aber wer seid ihr denn überhaupt? Ich habe einmal versucht, zwischen Jotun und Kolossal Frieden zu stiften. Dabei habe ich mich in die Einfachheit ihres Lebens verliebt. Also beschloss ich, in diesem alten Lager zu leben, um es ihnen gleich zu tun. Ah, und wie denkt ihr denn jetzt über die Kolossal? Sie tun so, als stünden sie über allem. Aber sie sind Schlamm und Staub, wie alles andere in dieser Welt. Sie haben nur nicht die Größe, es zuzugeben. Ah, und die Jotun sind der Kontrast dazu? Die Jotun haben den Kolossal in der Vergangenheit großes Unrecht zugefügt. Aber angesichts unserer gemeinsamen Geschichte war es richtig, sie zu verschonen. Dankeschön. Ja, Ydylla, was haltet ihr denn von der großen Stadt dort oben? Die Bewohner der Stadt sind so hochnäsig, dass ihre Nasen die Wolken berühren. Ständig dieses Gerede von Religion und rechtschaffenen Göttern. Ich bleibe lieber auf dem Boden, bei meinen Wurzeln. Schön gesprochen. Ja, und ihr lebt hier in den Zähnen von Naros. Was ist denn hier so los? Die meisten Leute halten sie für lebensfeindlich. Aber so schlimm ist es dort gar nicht, wenn man sich ein wenig anpasst. Ja, die Pflanzen sind ungenießbar und die Bestien verschlagen. Aber wer nur fordert, darf von der Natur keinen Wein erwarten. Ebenfalls schön gesprochen. Ja, ihr lebt also in diesem Jotun-Lager. Es ist mein Zuhause, allerdings nicht mehr lange. Ich kam hierher, um zu meinen Wurzeln zurückzukehren. Zu meinem Erbe als Riese. Allerdings ist die Zeit der Einsamkeit vorbei. Ich bin bereit für den nächsten Schritt und werde bei den Jotun in den Zähnen von Naros leben. Ich muss nur noch einige lose Enden kappen. Allerdings habe ich mir geschworen, Ydylla nie mehr zu betreten. Entschuldigung, ich habe gerade eben ein wenig gegen mein Mikrofon geschlagen. Ja, ihr wollt bei den Jotun leben. Karunk war meine größte Sorge beim Versuch, mich den Jotun anzuschließen. Aber jetzt, wo er tot ist, scheint mir der Zeitpunkt ideal zu sein. Ja, das will ich. Bei den Jotun zu leben, ist der nächste logische Schritt. Ich habe lange genug in diesem verlassenen Jotun-Lager gehaust. Ah ja, ich kann für euch gerne nach Ydylla reisen, wenn die Stadt irgendwann wieder betretbar ist. Würdet ihr das tun? Ich belohne euch auch für eure Hilfe. Dort, wohin ich gehe, brauche ich kein Geld. Ich will meinen Familienring. Im Moment hat ihn mein Bruder Heliodorus. Außerdem möchte ich, dass mein alter Freund Darajos mein Tagebuch bekommt. Und was vielleicht das Wichtigste ist, ich möchte, dass ihr meine Frau findet, Corinna. Ich will, dass ihr sie hierher bringt. Corinna. Und was soll ich nochmal tun? Besorgt meinen Familienring, überbringt mein Tagebuch und redet mit meiner Frau. Oh, okay. Wie bekomme ich den Ring? Im Augenblick ist der Ring im Besitz meines ungeliebten Bruders Heliodorus in Ydylla. Ich bezweifle, dass er ihn euch freiwillig überlassen wird. Er versteckt ihn in den Wohnquartieren von Ydylla. Versucht den Ring selbst an euch zu bringen. Oder findet einen Weg, mit meinem Bruder fertig zu werden. Das schaffen wir. Und wo soll ich Corinna... Was soll ich Corinna sagen? Bringt sie dazu, sich mit mir zu treffen. Wenn ihr sie hierher bringt, kann ich sie vielleicht überreden, bei mir und in Jotun zu bleiben. Das dürfte schwer werden. Und wem soll ich nochmal das Tagebuch geben? Bringt das Tagebuch meinem lieben Freund Darajos. Sein Lager müsste irgendwo in den Zähnen von Naros sein. Danke. Schnell, Berufener. Ich muss schnellstens zu den Jotun. Wiedersehen. Ja, du sagst das ja so einfach. Ja, alles ist in der Stadt Ydylla außer das Tagebuch zu übergeben.
Gut, nee, wir wollen die Aufgabe natürlich nicht verfolgen. Zurück zu den Wurzeln. Ja, aber wie gesagt, wir wollen erstmal in Richtung Norden laufen, in Richtung... Ja. Diese Urelfen wirkt eine kleine Pest mittlerweile. Aua, aua. Total daneben. Puh. Ein paar Goldmünzen. Hier haben wir einen versteckten Schatz. So. Okay, ich würde sagen, wir laufen weiter. Halten die Augen offen nach Wissenssteinen. Wovon sich hier zum Beispiel einer befinden könnte. Njordes Brunnen spielt sicherlich noch eine Rolle. Kann mir kaum vor... Ah, hier ist einer. Sehr schön. Dank der gewaltigen Gnade Ethenes wurde eine Stadt in prächtiger Höhe erbaut. So stand Idylla in tiefster Verehrung. Eine Bastion der Kolossae für die Tugend der Uranos. Dies haben wir für dich erbaut, Athene. Dies haben wir für dich erbaut, gepriesene Göttin. Ja, und dies ist jetzt kurz davor, zerstört zu werden. Uah. Au. Okay, jetzt draufhalten. Uiuiui. Ihr merkt das schon, die Kämpfe sind mittlerweile Scholars Langschwert. Ist halt nichts Besonderes. Die Kämpfe sind nicht mehr wirklich einfach mittlerweile. Ja, unsere Anzeigen sind beinahe nie leer. Und im Notfall haben wir immer noch Tränke, aber ich meine prinzipiell erfordern sie mittlerweile wirklich einiges an Taktik und Wegrollen. Also blöd rumstehen und draufzaubern ist nicht mehr so wirklich. So, ich halte natürlich immer noch die Augen offen. Hier ist noch eine Aufgabe, wie es aussieht. Das scheint der Freund zu sein, dem wir die Dokumente bringen sollen. Darairos, okay. Berenica hat eine Aufgabe für uns und ihm sollen wir das Dokument bringen. Hallo, Berufene. Wart ihr in den Zähnen von Naros? Gewiss, aber wer seid ihr? Ich bin sozusagen ein Diplomat. Obwohl ihnen unsere Anmut fehlt, sind einige der Rüpel hier nicht völlig verblödet. Einst waren die Plünderer denkende und fühlende Kolossei. Und auch die Jotun waren mit uns verwandt. Ich muss versuchen, mich auf ihre Weisheit zu berufen. Mhm. Und, was könnt ihr mir über euren Freund Hystes erzählen? Hystes ist ein Freund von mir. Ein ehemaliger Kollege. Aber als wir versuchten, Kontakt zu den Jotun herzustellen, tja... Da hat sich einiges verändert. Mhm. Ja, und ich habe auch ein Tagebuch für euch. Das sind Hystes Forschungsergebnisse. Das heißt, er ist jetzt bereit, bei den Jotun zu leben. Ich kann zwar nicht sagen, dass ich alle seine Methoden billige, aber ich respektiere seine Beweggründe. Danke, Berufener. Richtet ihm meine besten Wünsche. Das werde ich. Ja, ihr habt gerade von den Jotuns geredet. Die Jotun haben alte Verbindungen zu den Kolossei. Sehr alte. Wir nutzten ihre Stärke für den Ruhm von Athene, bevor wir hierher kamen. Wir fühlten uns für sie verantwortlich, aber sie betrachteten uns als ihre Herren. Und von da an begannen sie uns zu verachten. Hey, der Topf schwebt. Das ist ja Wahnsinn. Guckt euch an.
Ja, die Zähne von Naros, da sind wir ja gerade. Die Zähne von Naros sind ein gefährlicher Ort. Selbst wer die Gefahren dort kennt, ist ihnen mitunter schutzlos ausgeliefert oder erlegen. Okay. Und ihr seid ein Kolossai? Wir haben viel für unsere Nähe zu den Göttern erhalten. Aber es ist unsere Pflicht, diese Verbindung mit ganz Amalur zu teilen. Mhm. Und Ydilla, die große Stadt? Da die Stadt immer noch unvollständig ist, interessiere ich mich mehr für die Forschung als für die Götter. Wir wurden von Ethene erleuchtet, aber wir sollten unsere Gabe in die Welt tragen. Sehr weise. Okay. Hallo. Oh, Entschuldigung. So, wir können mal eben hier Gemmen schleifen. Einfassen. Trüb, 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 funkeln, funkeln. Nee. Funkeln, das lohnt sich nicht. Herstellen. Funktionsgemme. Sterben zu einer Funktionsgemme. Okay. Es erschließt sich noch ganz meinem Verständnis. Jetzt können wir nichts mehr herstellen. Ich verstehe es noch nicht ganz. Wir werden es irgendwann herausfinden. Okay. Und dann haben wir hier noch, Moment, eine Truhe Mittel. Nee, dann lassen wir es. Moment, ich will mal eben hier kurz gucken. Haben wir hier vielleicht irgendwo einen Stein? Hier, in einem Zipfelchen? Nein. Nee, aber eine Truhe. Und ein Ausblick. Ui. Frostgewebeschuhe. Zauberkraft, das ist ein Set. Das ist ein Set. Das ist ein Set, Leute. Set, set, setti, set, set, setti. Warum ist das Inventar denn voll? Die Litaneien nutzen wir mal. Die wiegen alle. Das ist schlimm mit den Litaneien. Ja, wir könnten die Sachen alle schön aufrüsten. Ich würde gerne den Rest mal da lassen. So. Ich überlege gerade, ob wir was mal machen sollten. Das ist ja sicherlich nicht dumm. Hier ist übrigens noch eventuell eine Reagenz hier. Ich sage eventuell extra, weil meistens da ja keine sind. Vögel. Da brat mir doch einer ein Tyrix. Da. Hört auf damit. Hör auf damit. Die wollen es aber auch einfach nicht verstehen. So. Brauche ich nicht. Nee. Wir bleiben jetzt mal ganz kurz ein wenig sparsam, wenn es uns mitnehmen geht. Ich überlege gerade nur, wir haben den Kreis so gut wie geschlossen. Wo sollen sich noch... Da könnte noch ein Wissensstein sein. Ja, ich bin gerade ein bisschen fixiert auf die Wissenssteine. Da ich gerne alle finden würde, momentan das Gefühl habe, dass wir... Ah, da ist noch einer. Super. Doch eine Tragödie brach über die Riesen herein. Als sie versuchten, den Hyperian emporzuzwingen. Ethene war verärgert.
und tat ihren Zorn kund. Und so ward einigen das Leben und vielen der Glaube genommen. Vergib uns unsere Anmaßung und segne uns mit deiner Weisheit, Athene, o Allwissende, in deren Namen wir beten. Damit haben wir die Szene von Naros, das Set komplett. Sehr schön. Autsch. Weg hier. Schocken. Und 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3. Das klappt super gerade mal wieder. Perfekt. Alles Geld, was wir liegen lassen. So, wir müssen mal ganz kurz reisen. Ja, wir haben hier noch eine Aufgabe, dessen bin ich mir bewusst. Zum Beispiel hier. Wenn wir jetzt einfach mal, eine Trübe. Und eine Trübe. Und eine Trübe. Der Gegenstand müsste doch jetzt verdammt nochmal eine Heide Geld wert sein. Sieht zumindest so aus. Das heißt, wir reisen mal kurz. Das ist wirklich jetzt nur Interesse halber. Nein, wir reisen mal eben nach Gorhard. Das ist hier. Und werden wir eben versuchen, den Gegenstand zu verscherben. Verscherbeln, Entschuldigung. Und ihr wisst ja, ich bin momentan ein bisschen darauf aus, so viel Geld wie möglich zusammenzubekommen. Da wäre es natürlich Quatsch, hier die guten Gegenstände alle einfach zu Plunder zu verarbeiten, wenn wir die mit so ein paar Scherben, von denen wir sowieso zu viele haben, zu richtig viel Geld weiterentwickeln können. Womit kann ich euch heute dienen? Ich bin gespannt. 1500. Der richtige Reichtum ist sowas hier. Ihr seht, 19.000, 11.000, 619. Naja, primitive Azurit. Ne, die wollten wir behalten, die Azurit-Rüstung. Die haben wir komplett. Stiefel, Helm, ja, die haben wir komplett. Was können wir denn noch verkaufen? Ich bin mir sicher, wir haben noch irgendwas. Alles Gewicht. Müssen wir alles mal in die Truhe packen, hier die ganzen Sachen. Kommt bald mal wieder. Ja, ja. So, hat sich nicht wirklich gelohnt, der kleine Ausflug. Aber wie gesagt, ihr habt gesehen, der Wert ist auf jeden Fall ordentlich gestiegen. Wir haben mittlerweile 211.000 Goldmünzen. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Wir müssen, glaube ich, gar nicht mehr so extrem auf Gold aus sein. Wir hatten hier aber noch eine Aufgabe von dem weiblichen Kolossal. Und damit, hallo Berenica. Ihr müsst der Berufene sein, der gesegnete Besucher aus einem unbekannten Land. Aber wenn ihr stark genug wart, dieses Land alleine zu erreichen, seid ihr vielleicht auch stark genug, um mir zu helfen. Warum redet die nicht? Hütet euch vor den Trollen. Was kann ich für euch tun, Berufener? Ich habe nicht viel. Das heißt eigentlich gar nichts. Aber wir könnten plaudern. Ja, wer seid ihr denn überhaupt, Berenica? Ich tue, was ich kann, was das Studium angeht. Allerdings sind die Ressourcen für Geschichtsstudenten hier spärlich gesät. Aber das ist ohnehin unwichtig. Wo wären wir ohne Historiker? Wie hätten wir uns so schnell in diesem Land eingelebt? Eine gute Frage. Ja, was haltet ihr von den Berufenen, von mir? Vor Jahrhunderten wurden euch zu Ehren ganze Folianten und Gebete verfasst. Wir mussten sie alle zurücklassen, aber ihr hättet sie sehen sollen. Ja, ihr könnt es ja nochmal machen und sie mir alle schenken. Ja, ihr redet, ihr habt mich vor Trollen gewarnt. Trolle sind imposante und zornige Kreaturen.
Die Kolossai haben die meisten von ihnen aber aus der Gegend vertrieben. Jene, die blieben, fingen an zu graben. Wonach, weiß ich nicht. Nur, dass sie von Rachegelüsten getrieben werden. Mal wieder mein Handy, furchtbar. Ja, und was haltet ihr von der Stadt Idylla? Idylla ist wirklich die schönste Stadt aller Zeiten. Immerhin haben die Götter selbst sie angeregt. Angeregt, okay. Und die Zähne von Naros? Ich würde ja lieber hinter den Mauern Idyllas bleiben. Aber es geht einfach nichts über praktische Erfahrungen, nicht wahr? Die Zähne sind sozusagen die Heimat der Trolle. Ich will sie studieren. Aber das geht nur in der Wildnis. Mhm. Ja, habt ihr denn eine Aufgabe für mich? Ich habe die Trolle der Gegend beobachtet und einige bestürzende Dinge gesehen. Sie haben einige Urnen ausgegraben, die eine tödliche Magie enthalten. Sie sind seltsam. Seit wir hier leben, haben wir noch nie derartige Urnen gesehen. Und auch die Asche nicht, die sie enthalten. Ich bin nicht stark genug, um der Magie dieser Urnen zu trotzen. Aber ihr seid von Ethene beseelt. Ihr könntet sie zerstören. Ja, natürlich. Ja, was für eine Magie, Art von Magie ist das denn? Die Trolle halten diese Urnen für Artefakte der Götter von Naros. Aber die Asche, die sie enthalten, birgt eine dunkle Magie. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Trolle die Macht dieser Urnen entfesseln. Zaubernde Trolle. Ja gut, da finde ich und zerstöre lieber die Urnen, bevor dies geschieht. Danke für eure Hilfe. Die Asche in diesen Urnen ist einfach zu gefährlich. Ja Leute, ich muss mal wieder meinen Augen, mein Nasenfahrrad polieren. Wo finde ich denn die Urnen? In den Zähnen gibt es einige Trollhöhlen. Vielleicht solltet ihr dort mit der Suche beginnen. Auf jeden Fall werdet ihr die dunkle Magie spüren, wenn ihr euch einer der Urnen nähert. Ja, wir haben diese Trollschluchten ja schon gefunden. Drei Stück sind es, alle drei relativ gut zu erreichen. Von hier aus würde ich dann gerne zu der einen hier noch laufen. Wir werden jetzt die Trollaufgabe hier vor der nächsten, ich sag mal, Haupthandlung hier in den Zähnen von Naros erledigen, diese Trollmission, da ich denke, dass wir nicht mehr allzu viele Aufgaben hier erledigen werden, zusammen mit Sekandra. Wir haben ja bereits alle Steine gefunden, daher gehe ich mal davon. Wie schnell sich die Lebensenergie regeneriert, ist schon Wahnsinn. Glück gehabt auf meiner Seite. Weg da, weg da, weg da. Scheibenkleister. 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 Kann doch nicht wahr sein. Komm. So. Erledigt. Dann hier schnell die Urne zerstören. Eins von drei. Meine Güte. Sind sie doch am Ende noch mal ein bisschen aufdringlicher geworden. Ach super, wir können sogar zu einem Brunnen reisen. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt eigentlich gleich Schnitt. Dann würde ich sagen, sage ich einfach mal zur Uhr, wir machen noch diese Aufgabe und werden noch die drei Urnen zerstören. Heißt dann drei Trolle besiegen und ich denke mal, das ist nicht zu viel verlangt. Hier wird er auch neu spawnen, ja. Es sind scheinbar sogar drei verschiedene Effekte, die wir dadurch erleiden. Oder? Ich weiß es nicht genau. Er nimmt gerade extrem wenig Schaden. Jetzt wird es ein bisschen mehr. Was wir rechts für Effekte draufgedrückt bekommen und trotzdem regeneriert sich unsere Lebensenergie. Das ist der helle Wahnsinn. Wir sind noch verlangsamt. Man sieht, wir agieren in Zeitlupe. Ah ja, das können wir ab.
schnell auf die Urne. So. Was hast du für mich? Labyrinthine. Einst nutzten die Priester der Kolossal diese Wandverzierung im Zentrum ihrer Meditation. Heute ist das robuste Kunstwerk ein lediglich guter Schild, zumal die Muster auf der Oberfläche eine gewisse Ruhe ausstrahlen. Ah ja. Einzigartig. Das freut mich. So. Karte, ich drücke immer auf N. Ich weiß auch nicht warum. Von Lyxaros aus, das ist ja nur ein Katzensprung. Dann haben wir diese Aufgabe auch noch erledigt. Wir sind sogar noch in der Zeit. Das ist ja super. Haben wir die Truhe noch nicht aufgemacht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Schön, dass wir gerade zwei Dietriche für eine leichte Truhe verschwendet haben. Naja, ist ja immer das Gleiche. Man gewöhnt sich dran. So. Hallo, lieber Troll. Unser Schaden ist, glaube ich, auch verringert, oder? Aber sie haben trotzdem keine Chance gegen uns, die Trolle. Und weg mit der Urne. Zu Benerike zurückkehren, machen wir später. Und zwar, nachdem wir oben noch einmal die Plünderer getötet haben. Ihr merkt das, ich möchte die Plünderer gerne ganz oft töten, denn dadurch bekommen wir... Ja, Idylla, du schaffst das. Dadurch bekommen wir immer schön die Markierungen, die Totems und ein wenig Erfahrung. Schön weggerollt. Das war ein bisschen unfair, weil der mich einfach nicht getroffen hat. Das Totem nehme ich mit. Wir haben hier immer noch irgendwo... War hier nichts drin oder warum habe ich das nicht... Ach so. Okay, das erklärt's. So. Wir können die Aufgabe nochmal schnell abgeben. So. Ich denke mal, das können wir uns noch erlauben. Hallo. Ihr habt alle Urnen zerstört? Ein Glück. Jetzt können die Trolle ihre dunkle Magie nicht mehr nutzen. Ihr könnt dieser Magie widerstehen. Vielleicht habt ihr Verwendung für dieses Artefakt. Ein grimmiger, aber starker Schild. Dankeschön. Der Zahn von Naros hört sich so einzigartig an. Ist doch einzigartig und verdammt stark. Benötigt aber 21 Macht. Da kommen wir jetzt erstmal noch nicht ran. Können wir hier noch etwas machen? Herstellen? Rüstungsgemmen? Eine Gemme des Blitzschildes. Einfassen. Seidenrobe. Einfassen. Azurit. Beinpanzer, eine funkelnde Gemme, so, hier ebenfalls eine funkelnde Gemme, um die Rüstung etwas hochzudrücken. So. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Schnitt und im nächsten Video werden wir dann weiter gen... Oh, hier ist er doch schon, der Tempel des Windes.
Hier oben im Norden. Wow. Schrein der Luft meine ich natürlich, nicht Tempel des Windes. Meine Güte. Was ist das denn jetzt? Ich glaub's ja nicht. Das ist so extra gemacht, um, damit die Spieler nicht aufhören, das Spiel zu spielen. Dass hier jetzt Gegner gespawnt sind. Meine Güte. Danke, danke. Wir können bald übrigens wieder, ja, unsere Ausrüstung umrüsten. Und zwar können wir dann endlich die Azurit-Rüstung benutzen. Da freue ich mich ja schon drauf. So. So, hier habe ich jetzt erstmal ein kleiner Schnitt, Leute. Morgen geht's weiter mit dem Tempel der Luft. Ich freue mich drauf. Schaltet ein hier bei Kingdoms of Amalur. Fast 19 Stunden. Meine Güte. Bis dann, Leute.